Kurz und knackig, der Einstieg. Der Bundesrat hat das Waffengesetz durchgewunken. Das war kurz und knackig. Es wurden keine weiteren Veränderungen vorgenommen. Das heißt, das, was jetzt in diesem Pamphlet drin steht, geht jetzt weiter an den werten Herrn Bundespräsidenten, der das Ding absegnen muss. Er kann auch Nee sagen, aber wird, denke ich mal, nicht passieren. Und dann geht es weiter in die Bundesanzeige. Und sobald das veröffentlicht wurde, dann ist das Ding erlassen, veröffentlicht und gilt. Wann das sein wird, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Stand jetzt, bis dieses Gesetz veröffentlicht wurde im Bundesanzeiger, gilt das bisherige Waffengesetz. Ganz kurze Anmerkung zu meinem gestrigen Video, zum Beispiel zu dem Thema Messerverbot, Waffenverbotszone. Ich sage hier und jetzt, ich kann nicht zu 100% sagen, dass das, was ich in dem gestrigen Video bezüglich der Waffenverbotszone, waffenrechtliche Erlaubnisse, befähigen, einem ein Messer doch zu führen oder nicht zu führen, ob das stimmt oder nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Aber es regt zum Nachdenken an und das müsst ihr lernen zu tun. Ihr müsst lernen, euch mit diesem Dreck von Waffengesetz auseinanderzusetzen. Wenn ihr das nicht tut, ihr könnt euch nicht immer darauf verlassen, aus einem Forum, aus einer Facebook-Gruppe, aus einem YouTube-Kanal immer die hundertprozentige Antwort zu bekommen. Ihr müsst lernen, dieses Gesetz zu interpretieren. Punkt. Das heißt, das, was ich gestern gesagt habe, kann sein, dass es korrekt ist, kann sein, dass es nicht korrekt ist. Heute geht es aber um etwas ganz anderes. In meinem heutigen Video geht es um das neue Waffengesetz zum Thema Magazinverbot. Ich möchte euch hier und da einen kleinen Fallstrick aufzeigen. Und zwar, wir fangen mal ganz plump und einfach an. Jeder kennt's. Na, was ist es? Was ist es? Was? Genau. 17 Schuss Glock-Magazin. Vor dem neuen Waffengesetz, wenn es denn im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, total unkritisch, weil 17 Schuss. Der ein oder andere hat vielleicht etwas zu Hause liegen, was problematisch werden kann. Für dieses Magazin. Und zwar sowas. Wir haben hier freundlicherweise zur Verfügung gestellt von sportshooter.de, von Arredondo, eine Magazinbodenplatte. Inklusive Feder. Diese Magazinbodenplatte hat etwas ganz Besonderes. Wir haben hier ein 17-Schuss-Magazin. Diese Bodenplatte vergrößert die Magazinkapazität von 17 auf 21 Schuss im Kaliber 9mm. Bei einem Kaliber 40 Smith Wesson wären es 3 Schuss plus. Hier bei 9mm geht es auf 4 und damit wäre das ein illegales Magazin. Wer also der Meinung ist, aus ergonomischen Gründen eine solche Magazinverlängerung nutzen zu wollen, lasst es sein. So einfach. Ihr macht hier draus aus einem legalen Teil für den Einsatzzweck innerhalb der Kurzwaffe ein illegales Teil, was auf einmal 21 Schuss beherbergen kann. Nicht gut, nicht gut. Lasst es bitte sein. Denkt, ihr müsst anfangen, umzudenken bei diesem ganzen Thema. Das heißt, ihr müsst tatsächlich gucken, bevor ihr so ein Zubehörteil wie eine Magazinverlängerung kauft. Ich könnte zum Beispiel für meine CZP-10 bestimmt eine Verlängerung unten, einen schwereren Magazinbase besorgen. Aber dann laufe ich Gefahr, dass das Ding nicht mehr nur 19 Schuss, sondern auf einmal 21 Schuss aufnehmen kann. Und damit wäre das Ding illegal. Deshalb schaltet bitte euer Gehirn ein. Es ist wichtig. Das zweite, was ich euch zeigen möchte, schlägt in die gleiche Kerbe. Viele von euch werden in Zukunft genau sowas hier haben. Und ihr werdet es hassen wie die Pest. Weil 10 Schuss. Das sind jetzt hier die P-Mag. Von Double Alpha gibt es zum Beispiel einen solchen Magazin-Extender. Vergrößert die Kapazität um 2 Schuss. Illegal. Auch wieder freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der Firma sportshooter.de. Ich warne euch explizit davor. Ich meine, das Schöne an so einem ist, der ist aus Aluminium gefertigt. Das heißt, der gibt dem Magazin nochmal ein bisschen Gewicht und das Magazin würde dann sauber runterfallen aus dem Magazinschacht. Bisschen besser als vielleicht ohne. Aber ihr vergrößert damit die Kapazität von 10 Schuss auf 12 Schuss und damit habt ihr ein illegales Magazin. Denkt bitte darüber nach, bevor ihr solches Zubehör dann kauft. Jetzt kommen wir zu einem anderen Teil, was hiermit zu tun hat.
Und zwar auch wieder, ich habe sportshooter.de einfach darum gebeten, mir ein paar Requisiten mal zu schicken. Das ist jetzt tatsächlich etwas, was ich euch auch demonstrieren kann. Und das ist, glaube ich, eine relativ coole Sache, die euch vielleicht ein bisschen in die Hände reinspielt. Wir kennen das Problem, wir haben ein P-Mag, 10 Schuss. Wir haben ein Magazin-Pouch, hier am Beispiel des Speedmag AR von Höppner und Schumann. Für AR-Magazine Kaliber 223. Wir nehmen das Magazin, stecken es rein und ich sag mal, Haptik geht anders. Ich meine, es kommt zwar raus, aber mein Gefühl sagt mir, wenn ich das Ding hier am Gürtel habe und es muss schnell gehen, ich habe hier keine tatsächliche Grifffläche. Was kann man denn tun? Wir haben ja gerade gelernt, eine Magazinverlängerung wie das von Double Alpha, das wird nicht funktionieren, weil ich vergrößere damit die Magazinkapazität. Und zwar, es gibt was. Und zwar einen Magazinkoppler. So, und dann haben wir auf einmal aus einem 10-Schuss-Popel-Magazin haben wir zwei 10-Schuss-Magazin in Reihe. Das heißt, unmittelbar hintereinander Abnehmen der Magazinböden, Austauschen durch diesen Koppler und wir haben problemlos, kann es gezogen werden. Wie geil ist denn das? Hier muss natürlich geprüft werden, inwiefern das sportordnungstechnisch zulässig ist. Aber, ich sag mal, das ist durchaus eine Methode, wie man diesem Problem entgegenwirken kann, um eben die Griffigkeit, die Haptik der Magazine zu verbessern. Weil das ist etwas, was auch bei mir aus meinem Verein, aus der SLG, hier und da mal moniert wurde mit diesem Popel-Magazin, mit diesem kleinen 10-Schuss-Magazin. Sie haben halt keine Griffigkeit. Sie gucken ja kaum aus den meisten Pouches raus, wie jetzt hier am Speedmag AR. Sicherlich könnte der Hersteller, wie ein Höppner und Schumann zum Beispiel, hingehen und könnte die jetzt, sag ich mal, um die Hälfte verkürzen. Trotzdem sind das immer noch Popel-Magazine. Es gibt andere Kopplungssysteme, wo die Magazine versetzt zueinander sind, wird aber bei einem 10-Schuss-Magazin nicht wirklich funktionieren, weil ich es dann nicht mehr in den Magazinschacht eingeführt bekomme. Funktioniert also nicht. Ich habe mir das am Sonntag in Butzbach auf dem X-Miss-Match anhand von zwei 20er oder 30er Bananenmagazine angeschaut. Wird nicht funktionieren. Wenn ich so ein Ding nehme und ich packe das auf ein 10er-Magazin, das Magazin sitzt ja schon hier bis Anschlag drin. Kann nicht funktionieren. Also, das ist durchaus eine ziemlich coole Geschichte. Preis, Link poste ich euch unten. Ziemlich geil. Schaut es euch mal an. Für den einen oder anderen, der tatsächlich aus Haptikgründen sowas benötigt, denke ich mal, ist das durchaus ein gangbarer Weg. Es ist uncool, wir wissen es, dieses Waffengesetz, diese Änderungen sind scheiße. Das wissen wir alle. Aber es ist nun mal beschlossen, wie es auch gesagt wurde. Aber das ist, denke ich mal, ein gangbarer Weg. Wie gesagt, Link poste ich euch unten. Vielen, vielen Dank an sportshooter.de für die Bereitstellung der Requisiten. Ich habe die Tüten zugelassen, bis auf für den Koppler. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich das Ding runterkriege. In diesem Sinn, macht's gut.